Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Christian Laxander von fototrainer.com. Und heute habe ich hier im Atelier 27 ganz besonderen Besuch, den Thomas Hedler von Hedlerlicht. Und da freue ich mich besonders drauf. Ihr wisst ja, dass ich mit Hedlerlicht arbeite. Aber der Thomas sagt euch jetzt, worum es hier im Video geht. Hallo. Also, es geht heute um die Profilux-Serie von Hedler. Das ist reines LED-Licht und das wollen wir heute mal erklären. Bevor wir uns jetzt um die Technik und um die Leuchten im Detail kümmern, habe ich noch eine wichtige Frage an dich, Thomas. Warum ist denn Licht so wichtig? Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Licht ist in meinen Augen sehr wichtig oder bei den meisten Bildern, weil ich kann dadurch Akzente setzen. Ich kann Schatten setzen, ich kann Reflexe kontrollieren. Das ganze Bild kann ich viel besser gestalten mit Licht. Zwar können die Kameras heute durch die hohe Lichtempfindlichkeit wunderbare Bilder machen, aber Brillanz und Farben kommen nur durch Licht. Ich erlebe das übrigens ganz oft in meinen Workshops. Die Leute kommen mit ganz teuren Kameras, ganz teuren Objektiven. Mit Licht haben sie es nicht so. Und dabei kann so ein einfacher Reflektor oder eine einfache Lampe schon ein ganz anderes Bild zaubern. Auf alle Fälle. Man braucht gar nicht den hohen Einsatz. Man kann mit einer Leuchte und einem Reflektor wunderschöne Akzente setzen und auch Bilder schon gestalten. Also man muss nicht jetzt das High-End-Studio mit 30 Leuchten haben. Das geht Maximum 2-3 Lampen kann ich super Sachen machen und auch relativ einfach, weil das LED-Dauerlicht ist ein kontrollierbares Licht. Ich kann es dimmen und dadurch auch variabel einsetzen. Schauen wir uns direkt die Lampen mal im Detail an. Aber bevor wir mit der 650er, die hier steht, starten, es gibt natürlich auch noch größere Lampen. Die stellen wir euch auch gleich noch vor. Für einen Größenvergleich könnt ihr einfach im Hintergrund gucken. Da habe ich die zweite einfach mal aufgebaut. Thomas, vielleicht erzählst du uns einmal die wichtigsten Basiseigenschaften für eure LED-Leuchten. Wir bauen alle Leuchten in Aluminiumgehäuse. Enorm robust, das heißt auch sehr stabil, für den Alltag verwendbar, gerade im Profi-Einsatz. Jede Leuchte hat einen Schwenkbügel, der neigbar ist über eine sichere Bremse, wo ich das Gerät stufenlos neigen kann. Wir haben einen Stativ-Schnellanschluss mit Sicherung, das heißt, sollte das Gerät über Kopf hängen und eine Schraube sich lösen, kann ich sie immer nur über einen Knopf entriegeln, also sie kann nicht runterfallen. Was wir folgendermaßen noch haben, bei allen Leuchten ein Universal-Anschlusssystem. Darüber können wir sämtliche Reflektoren ohne Einschränkung davor setzen, die aus unserem Programm sind, zum Teil aber auch jetzt schon für Fremdfabrikate. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind oder über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Das eine ist natürlich die Möglichkeit, glaube ich, haben alle eure LED-Lampen, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ein bisschen festgeschraubt, die zu dimmen. Ja, das ist richtig. Man kann jede LED von 100% auf bis 5% runterdimmen, stufenlos, bei gleicher Farbtemperatur. Die Farbtemperaturschwankungen sind ungefähr 20 bis 40 Kelvin. Eine Sache ist mir aufgefallen und auch dazu möchte ich, oder darüber möchte ich kurz mit dir sprechen. Und das ist, ihr verwendet bei euren Leuchten eine große LED. Ich zeige euch das mal, dass ihr es sehen könnt. Es ist wirklich nur eine große LED. Und ich habe ganz viele Leuchten gesehen, die mit ganz vielen kleinen arbeiten. Ne, diese Flächenleuchten, da gibt es ja sehr viele von. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Das ist richtig. Wir arbeiten mit einer, weil eine LED bzw. eine Lichtquelle gleich ein Schatten. Wenn ich jetzt mehrere habe, dann kriege ich auch viele Reflexe. Das hat folgenden Nachteil in meinen Augen. Wenn ich jetzt eine Ausleuchtung mache für eine Fläche, kann ich das machen, wo ich weiten Abstand habe. Habe ich Produktfotografie, sehe Spiegelung, dann habe ich diesen Kristalleffekt und habe 100 kleine Lichter. Und man kann Licht nur formen aus einer Lichtquelle. Das heißt, ganz simpel gesagt, aus einer Leuchtstofflampe bekomme ich keinen Spot. Jetzt gibt es noch eine Sache, die habe ich im letzten Video auch schon mal erwähnt, nämlich eure Leuchten haben ja alle einen Lüfter. Aber die Leuchten werden erstmal, weil es LED ist, natürlich nicht so heiß. Man hört den Lüfter aber nicht, also er fasst immer aus. Also die LED ist direkt verbunden mit einer Pipe, das heißt, das ist auch eine Flüssigkeitskühlung und dahinter befindet sich noch ein Lüfter. Dieser Lüfter schaltet sich automatisch ein nach Temperatur, aber er ist relativ groß und sehr flach und hat sehr große Flügelblätter und dadurch kann er sehr langsam laufen und erzeugt dadurch eigentlich gar kein Windgeräusch. Und das ist natürlich für Tonaufnahmen ganz interessant, weil das wäre ein störendes Geräusch. Und wenn wir sie jetzt einschalten würden, in dem Abstand, würde man das Geräusch nicht hören. Können wir ja gerade mal machen. So, das war jetzt, ich weiß nicht, ob man... Ja, einmal der Lüfter dreht er kurz hoch. Kurz hoch, als Kontrolle, und fertig. Und ich halte mein Mikro mal echt nah dran. Kann man eigentlich nicht hören. Genau, und bei der Leuchte kann auch nichts passieren, weil sie überwacht sich selber. Sie hat einen Fühler an der LED, eine Kontrolle im Netzteil, in der Stromversorgung und eine Kontrolle am Lüfter. Das heißt, wenn eine Komponente ausfällt, schaltet die Leuchte ab und sagt, stopp, ich mache nicht weiter, weil hier liegt ein Defekt davor. Also es kann nie was passieren.
Schauen wir uns als nächstes mal die 1000er-Serie an. Die 650er ist ja die kleinere Serie und davon gibt es quasi einen großen Bruder. Mhm. Die 1000X heißt die. Richtig. Und die ist im Prinzip genauso aufgebaut, hat, glaube ich, nur hinten die Prozentzahl als Anzeige. Ja, sie hat eine Digitalanzeige für die Dimmung. Genau. Und jetzt haben wir hier natürlich noch was Besonderes, nämlich die Profilux 1000. Und die hat vorne die Fresnel-Linse. Vielleicht kannst du die ein bisschen genauer erklären. Ja, bei der Fresnel-Linse ist Folgendes. Das Licht, da kann verändert werden. Von 15 Grad auf 70 Grad. Die LED sitzt inklusive der Kühlung auf einem Schlitten und kann sich stufenlos verstellt werden. Sitzt auf einer Lagerung, das heißt auf Teflonschienen, dadurch gibt es auch kein Knatschen, kein Klemmen und man kann also wunderbar das Licht regeln. Auf Teflonschienen, was du mir wieder alles erzählst. Ja, das ist so. Also du hast kein Quietschen, weil es ist Wärme, Ausdehnung, Klemmung ist immer ein Problem. Bei Teflon ist immer ein sauberes Gleiten, das gibt es keinen Ärger. So, okay. Wir können das ja gerne mal zeigen. Ja, mach mal. Also, wenn wir sie jetzt hier mal umdrehen. Also, da haben wir die Anzeige für die Prozent. Das schalten wir sie mal ein. Wir machen natürlich ein bisschen mehr Power, damit ihr im Hintergrund auch das Licht seht. Und jetzt leuchten wir einen großen Winkel aus. Das richtig? Ist, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Das ist jetzt der größte Winkel und jetzt kann ich sie stufenlos verändern. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Jetzt haben wir hier den kleinen Spot und das entspricht dann 15 Grad. Genau. Und wenn du wieder zurückgehst. Somit kann ich schon mit dem Licht im Vorfeld das Licht bearbeiten bzw. setzen. Genau, aber hier kann ich hier im Prinzip, ohne dass ich irgendwas stufenlos. Tue, schon mal stufenlos meinen Kegel machen. Da wird natürlich auch die Lichtleistung höher. Ne? Wenn ich den spotte, dann habe ich das Licht ja konzentrierter. Konzentrierter, das ist richtig. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen über Leistung sprechen, weil die eine heißt 650er, hat 650 Watt Ausbeute. Wir haben hier die 1000er, die hat dann natürlich 1000 Watt logischerweise. Ausbeute, wie kann ich denn das einschätzen? Wie viel Licht kommt denn da wirklich raus? Weil 1000 Watt liest man auf vielen Lampen, ne? Das ist richtig. Wir haben es so, 1000 Watt ist die echte Leistung, die wir haben, im dunklen Labor gemessen, vergleichbar mit Halogenlicht. Es gibt ganz viele Hersteller, die sagen, okay, ich habe 30 Watt LED, sprich 1000 Watt oder 50, 1000. Also das sind wirklich echt gemessene 1000 Watt vergleichbar mit Halogen. Die hat also auch noch ein bisschen mehr Leistung. Eigentlich müsste sie 1200 Watt heißen. Aber wie gesagt, wir haben reale Werte. Es gibt ganz viele, die hätten sie auch genannt 2000. Also es gibt ganz viele Modelle, die haben 100 Watt Stromaufnahme und 2000 Watt Lichtleistung. Also das geht eigentlich nicht. Das sind also bei uns echte Werte und daran halten wir uns auch. Und ihr seid in der Angabe eher etwas konservativ, weil natürlich die Lampe verschmutzt, weil sie ein bisschen in der Leistung reduziert über die ganze Brenndauer wahrscheinlich. Ne? Nein, das noch nicht mehr. Also wir gewährleisten 50.000 Betriebsstunden bei gleicher Farbtemperatur und bei gleicher Leistung. Wir haben das bei diesem Gerät auch, hier ist sieht man ganz kurz, ein Servicelämpchen. Dieses Servicelämpchen erscheint bei 25.000 Stunden, dann blinkt es und dann sagen viele, oh, was blinkt da? Bedienungsanleitung lesen, dann kann ich über eine Tastenkombination einen Code einstellen und dann kann ich sie wieder neutralisieren und sage, okay, das Licht ist in Ordnung, ich bin damit zufrieden, alles in Ordnung. Also ich setze quasi den Serviceintervall zurück. Richtig. Und dann geht es 25.000 Stunden nochmal weiter und dann geht dieses Lämpchen nicht mehr zu resetten, dass es auf Null ist. Und dann sollte man das LED-Modul tauschen. Wir haben es also so gehandhabt, dass alle Teile und Baukomponenten austauschbar sind. Das heißt, servicefreundlich. Die kommen zu uns, zum Service, wir können alles modular wieder instand halten. Und das ist auch ganz wichtig, das ist kein Wegwerfprodukt. Weil es sind gute Produkte, von der Qualität her, von den Materialien, wo wir darauf achten, damit der Kunde lang Spaß an den Geräten hat, sie langlebig sind, sie einen guten Service haben, weil Langlebigkeit ist auch ein Beitrag zur Umwelt. Weil wenn ich immer alle 5 Minuten was wegwerfen muss, das ist kein Beitrag. Und dass sowas, wenn es lange läuft, zum Service muss, kennt ihr ja vom Auto. Ne? Das muss auch regelmäßig gewartet werden, damit es einfach die Leistung beibehält. Und dann wird es halt gereinigt und dann wird, wenn die Lebenszeit erreicht ist, wird die LED ausgetauscht. Es kommt ja auch auf die Räumlichkeiten an. Also wenn solche großen Anlagen laufen oder an einer Highspeed-Anlage bei Druckmaschinen zur Überwachung haben die diese Lampen laufen, die laufen Tag und Nacht und wer weiß, Papier staubt. Und dann kommt das mal vor, dass es verstaubt oder Lüfter hängen bleiben könnte, wobei das alles überwacht ist. Wir überwachen die LED, das Netzteil und auch den Lüfter. Sollte eine Funktion irgendeine Schwierigkeit aufweisen, schaltet das Gerät ab. Error. Funktion, irgendein Handicap, muss sie in den Service. Also sie kann auch nicht brennen oder sich selber vernichten. Das geht nicht. Jetzt haben wir uns die Details von den Lampen ja angeschaut. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ist denn der Vorteil von LED? Weil es gibt ja noch ganz viele andere Lampen und ihr habt ja auch noch andere im Sortiment. Aber was sind so der, was ist der Nutzen, was ist der Vorteil von der LED-Lampe? Der Vorteil ist ganz klar, ich habe geringe Stromaufnahme, hohe Lichtausbeute und hohe Langlebigkeit.
LED, 50.000 Betriebsstunden. Nehmen wir eine Metall-Halogenlampe, liegt bei 3.000 Stunden Betriebsmittel. Okay. Und ja, ein Halogenleuchtmittel bis zu 75 Stunden bei guter Pflege. Also das heißt, da kann ich auch 100 Stunden mit Licht erzeugen, aber sie ist nicht so widerstandsfähig. Eine LED kann Erschütterungen ab, Stöße, das macht ihr nichts. Ja, das ist natürlich schon ein großer Unterschied, ne? Wenn ich sage 75 Stunden und 50.000 Stunden. Da rechnen sich schon die Kosten des Lampenwechsels auf die Zeit hin. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Also, ich meine, Birnchen ist immer kein Problem, ne? Die kriegt man, aber man muss sie natürlich auch immer dabei haben. Und hier habe ich im Prinzip die Rundum-Sorglos-Versicherung. Ich schalte das Ding an und es funktioniert. Richtig. Und wenn irgendwas im Service leuchtet, dann muss ich halt mal nachgucken lassen, aber trotzdem kann ich ja arbeiten. Das ist richtig. Also das ist schon mal wichtiger Punkt Nummer eins, Langlebigkeit. Was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist Wärmeentwicklung, weil wir drehen natürlich hier, heute ist ein warmer Tag, ne? Trotzdem kommt von den Lampen relativ wenig. Und das ist übrigens auch den Models aufgefallen. Ich war letztes Wochenende ja auf einem Workshop, auf einer Messe. Mhm. Und die haben mit dem Licht wenig Probleme. Das war früher anders mit Halogenlicht. Genau. Da kam dann mehr das Schwitzen. Also dieses gewisse Lampenfieber, das ist nicht mehr so stark. Ja. Also Aufregung wird es immer geben vorm Dreh, aber die Wärme von der Lampe ist hier nicht der Fall. Okay. Ja, ich weiß es, eure Lampen laufen dann bei mir ja auch manchmal stundenlang durch und das Gehäuse wird warm und man kann das problemlos anfassen. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, man kann sogar vorne auf die Glasfläche fassen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil war nicht nötig also, oder wollte ich nicht. Das kann man, das ist bedenkenlos, das ist keine Verbrennungsgefahr. Also ich kann hier vorne, da habe ich im Höchstfall 75, 78 Grad. Nach 2, 3, 5 Stunden, das bleibt kontinuierlich, selbst im Sportbereich, weil da ist ja die Bündelung am intensivsten, aber es ist keine Verbrennung da. Also früher konnte man, darf man heute nicht mehr sagen, als Raucher auch mal eine Zigarette an der Halogenlampe anmachen, nur kurz davor halten wir die an, das geht hier nicht mehr. Das geht hier nicht mehr, okay. Gut, Rauchen wird ja auch verpönt, also ist das der richtige Weg. Gut, das heißt, wir haben einmal Wärmeentwicklung als großen Vorteil, wir haben einmal Langlebigkeit, aber es gibt noch ein paar mehr Sachen. Ne? Ja, es gibt Geräte, die ja auch mit Highspeed arbeiten müssen. Das heißt, wir haben oft die Anfragen mit Highspeed-Kameraherstellern, die also 100.000 Frames machen oder 200.000. Da werden diese Geräte auch eingesetzt. Also das ist in der Automobilbranche, in Klimakammern, wird das für Airbags-Tests und so weiter genommen. Wie gesagt, bis 100.000 bedenkenlos. Also wir haben auch Tests mit 250.000 Bildern gemacht, war auch kein Flicker. Das heißt, also normale LEDs, gibt ja so gepulste Sachen, die mal an- und ausgehen, total nervig beim Fotografieren. Das sollte nicht euer Licht leuchtet kontinuierlich, auch bei ganz, ganz hohen Frequenzen, weil das mit Gleichstrom arbeitet. Das arbeitet mit 48 Volt Gleichstrom, mit einem stabilen Netzteil und dadurch haben wir die Ruhe im Licht. Jetzt ist der letzte wichtige Punkt, und dafür haben wir die Messgeräte vorne auf den Tisch gelegt, und das wollen wir natürlich heute auch beweisen, dass ich natürlich das Licht nicht nur dimmen kann und dass es nicht nur flackerfrei ist, sondern auch, dass es sehr farbstabil ist und einen hohen Farbwiedergabewert hat, also einen hohen CRI-Wert. Das ist das Wichtigste. Und dafür würde ich euch mal mit auf die Lampe im Hintergrund nehmen, dann zeigen wir das einfach mal. Vielleicht kannst du mir das Messgerät schon machen. Ich habe hier von Gossen ein Messgerät. Ja, mal ein bisschen sehr gut. Wir können ja eine Messung machen. Machen wir. So. Und jetzt haben wir natürlich hier, ich mache das Licht wieder runter, jetzt haben wir natürlich hier nicht die perfekten Situationen, weil wir haben noch Umgebungslicht, wir haben noch andere Lichtquellen. Ja, aber man trifft schon ziemlich direkt den Strahl. Genau. So, und du hattest jetzt nicht volle Leistung, denke ich. Nö, so, ich würde tippen, so 70% war es. So, vielleicht. Dann lese mal die Farbtemperatur oben ab. Farbtemperatur ist 5614 Kelvin. Also wir sind 14 Kelvin vom Wert, den wir haben. Schwierig. Vielleicht so als Tipp, wenn man sehr, sehr, sehr sensibel ist, so ab 100 Kelvin kann man einen Unterschied sehen. Ab 200 sieht man es dann wirklich? 200 sieht man schon. Genau. Und das ist der CRI-Wert. Und der CRI-Wert ist in dem Fall 96,9. Wir haben ja vorhin die Werte im Video gemessen. Die habe ich leider gelöscht und wir wollten euch die eigentlich auf dem Display zeigen. Deswegen messen wir einfach nochmal. 30 cm Abstand, jetzt mit der 1000er Leuchte. Und hier habe ich bei 20% Leistung 5640 Kelvin und wir haben eine Farbwiedergabe, ein CRI-Wert von 96,9. Also auch sehr, sehr farbgenau, das komplette Spektrum mit drin. Das ist wichtig für Hauttonwiedergabe, für blasse Farben, ne, wo man dann wirklich auch die Nuancen noch sehen kann. Genau, das ist ja auch immer dieses Wunder, was man immer sieht in der Drucktechnik oder Druckvorstufe früher, kalibrierte Bildschirme, der war immer grau. Das hat schon so seinen Grund, damit die Farbneutralität auch da ist. Ja, also ich kriege das wirklich 1:1
konstruiert. Ich kenne das ja vom Kunstdrucken und vom Large-Format-Printing, wie wichtig es ist, ein richtiges Profil haben fürs Papier, um dann genau auch wirklich die Farbe zu treffen. Ja. Ist ein großer Aufwand. Und wenn ich stabiles Licht habe und mich darauf verlassen kann, ist das natürlich ein Highlight. Ja, das ist ganz wichtig. Und früher wurde ja auch, bei Halogenlicht war es ja so, musste man ja einen Filter, einen Konversionsfilter davor setzen. Und dann gab es auch immer mit den Kelvinzahlen immer schon Schwankungen. Und das ist dann gab es einen Farbstich, der hieß sich dann Magenta-Stich. Und das war dann immer ein Highlight. Ja. Ich kenne das aus einem ganz anderen Bereich, kann ich ja vielleicht noch erzählen, aus dem Bereich der Szeneoptiken. Da sind ja die Master Primes von Zeiss zum Beispiel, sind ja farblich aneinander angepasst. Das heißt, wenn du das Objektiv wechselst, hat das Objektiv den gleichen Farblook wie die andere Brennweite, damit sich das bloß auf dem Film nicht ändert. Also eine ganz abgefahrene Geschichte, geht aber in dieselbe Richtung. Absolut. Ja, cool. Jetzt hast du uns noch ein zweites Messgerät mitgebracht, nämlich hier ein ganz spezielles. Und du hast mir im Vorfeld ja erzählt, das haben die extra für dich gebaut. Ja, das ist also für die abgerechnet. Wir lassen die Geräte messen bei Gossen. Das heißt, dann machen wir unseren ersten Test, was für eine Lichthelligkeit und so weiter, was für Ergebnisse erzielen wir. Und das ist ein schwarzes Labor. Das kann man auch nicht jeder sofort nachstellen und so weiter. Alles schwarzer Samt und dort wird die Messung neutral gemacht. Sage ich, das ist wunderbar, die Werte habe ich, aber ich habe das nicht zu Hause. Ich brauche ein Messgerät, die normalen Standardmessgeräte gehen bis 150.000 Lux. Das kriegt man ganz schnell und dann kann man Messungen machen. Jetzt haben wir auch das Thema, seriöse Hersteller sagen 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ne? Diese Lux-Zahl ist immer relativ schwer zu verstehen, weil jeder Hersteller gibt da irgendwie sein eigenes Ding an. Manche haben auch 30 cm Abstand, manche aus einem Meter und man kann das schwer miteinander vergleichen. Richtig. Und deswegen hast du das ja auch mitgebracht, dass wir einfach mal zeigen können, was bedeutet denn so eine Angabe wie 25.000 Lux bei, was hatten wir, 30 cm? Machen wir einfach mal, zeigen wir mal, schalten wir die Leuchte an. So, und ich stelle die auf 20. Du siehst, das ist extra, ich habe es jetzt die Tage erst erhalten, steht drauf, Gossen kalibriert. Ja, sehr gut. Also, habe auch das Messprotokoll. So, jetzt hast du, wie viel hast du jetzt? Haben wir hier gute 30 Stärke cm. Stärke ist 20, 30 cm Abstand so, und du hast 22.000 Lux. Wir sind bei 20%, Leute. Ne? Also wenn ihr eine Lampe findet, wo steht 30 cm, 25.000 Lux, dann ist das zwar Licht, aber wahnsinnig hell ist es nicht. Also mit dem Lichtformer und Co. könntest du hier jetzt nicht mehr arbeiten. Nein. Mit dem Licht alleine geht schon was. So, aber wir können ihn ja mal hochdrehen. Mach ruhig mal auf 60. Warte, ich kann die Zahl besser sehen als du. 60 haben wir jetzt. So, da sind wir bei 120.000. Sind wir bei 120.000 Lux. Und natürlich machen wir auch 100. Jetzt sind wir auf 100% und da sind wir bei 240.000 Lux. 240.000 Lux bei 30 cm. Das sind gute 30 cm. Ihr seht also, da kommt richtig, richtig Licht raus. Ich weiß, auf der Kamera wird es natürlich jetzt total überstrahlt sein, deswegen drehe ich es wieder runter und mache es natürlich auch gleich wieder aus. Aber da kommt wirklich viel Licht raus. Es reicht fürs Fotografieren und fürs Filmen in den meisten Fällen. Auf alle Fälle. Eine Sache haben wir noch nicht richtig beleuchtet und das ist das Thema, es ist ja ein Lichtsystem. Es ist ja nicht wie eine Flächenleuchte, die ich kaufe und dann habe ich dieses Licht, sondern ich habe ja die Möglichkeit, mit Reflektoren und Co. zu arbeiten. Und vielleicht stellst du uns einfach mal so ein paar Reflektoren vor. Ja, gibt es hier unterschiedliche Sachen. Also ich habe keine Einschritte, genauso wie bei einer Blitzanlage. Ich habe die gleiche Reflektorsegment vom Spot über Normalreflektor, Klappenrahmen, Beauty-Dish, Softboxen, also das unterschiedlichste Programm, mit Diffusern, ohne. Lass mal langsamer machen und zeigen, weil das waren jetzt so viele Sachen auf einmal. Wir zeigen einfach ein paar. Wir zeigen mal den einfachen Einsatz. Genau. Wir haben ein Aufnahmesystem, ein Universal-Anschlusssystem. Das wird über einen Hebel, schnappt der jeder Reflektor davor ein. Ich kann das hier über den Hebel, den ich hier bewegen kann, wieder lösen. Den zeigen wir. Ja, hier, da ist der Hebel. Lösen. Genau. Und setze das von hier oben auf oben rein, dann schnappt das ein. Also ich muss nicht verdrehen oder schrauben oder irgendwelche Riegel machen. Das geht alles ganz simpel. So. Genau, und da gibt es jetzt zum einen die Metallreflektoren. Das sind jetzt zwei kleine. Hinten ist noch das kleine Beauty-Dish, der neue. Das Beauty, es gibt noch einen etwas größeren. Ja, warte. Da ist er. Genau. Da ist er, der große Beauty-Dish. Beauty-Dish. Und dann gibt es noch die Softboxen. Ja, auch da haben wir welche. Das ist die kleinste, ne? Die 30er. Das ist die kleinste. Und die gibt es dann in den Maßen 50, 70, 90 oder Longbox, haben wir auch eine mitgebracht. Mit einem großen Streutuch, im Lieferumfang sind immer zwei Streutücher. Halte ich ins Bild, wird nicht ganz reingehen, weil ist echt groß. Ja. Ja. Ich hoffe, man konnte es trotzdem einigermaßen erahnen. Und diese Diffuse, wie sie auf den Softboxen sind, gibt es auch für die Reflektoren. Also das heißt, ich kann bei den mittleren Reflektoren und bei den Beauty noch Diffusertücher davor setzen.
So dass ich einfach nochmal ein weicheres, gleichmäßiges Licht bekomme. Und wenn ich einen Hintergrundakzent setzen will, kann ich auch noch eine Wabe nehmen. Das gibt für die Reflektoren, jetzt für den gibt es zum Beispiel ein Dreier-Wabenset mit unterschiedlichen Größen, um einen Akzent im Hintergrund zu setzen oder eine Streuung. Da kann ich noch Effekte machen. Okay. Ich habe ja jetzt noch im Einsatz hier vorne, ihr könnt es nicht sehen, weil wir können es nicht abmachen, noch die große Octabox, ne? Genau. Auch die gibt es noch. Also quasi ein ganzes System. Also alles, was ich im Prinzip bei einer Studio-Blitzanlage habe, könnte ich auch mit eurem Dauerlicht lassen. Das geht auch. Und ich sehe immer das, was ich bekomme, weil ich habe das fertige Ergebnis, die Schatten unter Kontrolle, ist wunderbar. Und der Vorteil ist, bei LED, ich kann auch Farbfolien davor setzen, ohne mit Temperaturen ein Problem zu haben. Ah, sehr, sehr ganz, guter Hinweis. Ganz schlaue sagen immer, ja, machen Sie doch mal einen neuen Anschluss für Filterfolienhalterung. Hier, Tesafilm, Folie davor hängen, fertig. Mhm. Hier geht das bei LED, bei Halogen nicht. Bei meinen Klappenrahmen kenne ich das, da sind sogar so da sind Klammern, Klammern dran. Die zeigen wir in dem anderen Video, glaube ich, nochmal genauer. Ne? Das können wir machen, weil wir haben ja auch noch andere Produkte wie Halogen oder das Metall-Halogenlicht und da brauche ich diese Klammern. Da ist halt ein bisschen mehr Wärme im Spiel, weil wir kommen ja aus der starken Beleuchtungsszene, das heißt mit 250 oder 2500 Watt oder Metalldampf, das ist hohe Temperaturen, die haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen, wir kommen eher von der Wärme runter in die Kühle. Wäre übrigens noch ein Punkt für LED. Mit LED arbeiten ist einfacher als mit Heißlicht. Auf alle Fälle. Also gerade was Zubehör angeht, was Folien Langlebigkeit angeht und so. Ah, gut. Noch ein Vorteil für LED. Ja, muss man so sagen. Thomas, wir haben über Lichtform mal gesprochen, aber du hast versprochen, du bringst mir noch was mit. Zeig mal. Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar, es gibt mittlerweile auch viele Kunden, die schon vorhandene Blitzanlagen haben oder Systeme. Und da haben wir jetzt verschiedene Adapter schon hergestellt für. Also das heißt, der ist fest erhältlich. Es gibt jetzt von Elinchrom einen festen Adapter mit einem Elinchrom-Adapter-System, wo man also sämtliche Reflektoren von Elinchrom davor setzen kann. Moment, das heißt, ich kann im Prinzip, wenn ich Elinchrom-Lichtformer habe, die mit diesem Ring auf eure Leuchten setzen und alles nutzen. Richtig, das ist gar kein Problem mehr bei allen LED-Leuchten. Das muss man ja, wohl natürlich, sagen. Natürlich, klar. Weil mit Halogen ist der Kunststoffring bei LED, bei Elinchrom dann verschwunden. Das wäre nicht der Fall. Okay. Aber im LED-Bereich ist das gar kein Problem. Kann ich alles davor setzen. Wir haben noch Adapter von Softbox-Adapter für Profoto, für Hensel, für Multiblitz-Sachen, für Bones. Also wie gesagt, da gibt es mehrere Sachen. Das kann man aber bei uns erfragen bzw. auch sehen auf den Internetseiten. Da ist ja dann alles dabei. Das heißt, wenn ich schon ein bestehendes System habe, kann ich meine Lichtformer weiter nutzen mit einer LED-Leuchte. Mit den anderen geht es nicht, aber mit den LED-Leuchten geht es. Mit den LED-Leuchten auf alle Fälle. Es ist bedenkenlos. Super. Jetzt hast du mir noch was gezeigt. Ich weiß ja, wir haben ja vorher sogar gesprochen, was er alles mitbringen soll. Und eins, da bin ich ganz scharf drauf, das habe ich auf der letzten Messe bei ihm gesehen. Ja, zeig mal. Wir haben jetzt eine Pyrux-Glocke. Und zwar bei dem Fresnel kann man die wunderbar einsetzen. Man kann die auch bei der 650er einsetzen. Also das ist kein Thema bei allen LEDs. Die macht ein folgendes, ich habe eine höhere Lichtverteilung, der wird ganz werkzeuglos angeschlossen mit einem Dreh. Ganz ich schalte ihn mal an und auf ganz niedriger Leistung. Genau. So, hast du jetzt auf Spot. Der steht jetzt auf Flott. Ich stelle ihn mal auf Spot. Auf Flut musst du auf stellen. Flut. Auf Flut, dann habe ich eine volle Lichtverteilung in der Pyrex. Genau, so sieht man, vorne ist die Spitze hell, aber mittendrin ist er dunkel. Wenn ihr es nicht seht, wir versuchen das gleich mit der Kamera nochmal separat dann einzufangen. Dreh mal ein bisschen heller, dass man mal sieht, dass es auch eine Verteilung da ist, dass auch ein Licht aufgeht. Ah, also die ist vollständig ausgeleuchtet, ich habe ein sehr weiches Licht und man sieht jetzt, der Lichtreflex ist schon hier, wo er das bei der Fresnel nicht wäre. Also ich habe eine super Verteilung für den Beauty-Dish, für den Softboxen, dafür ist das hauptsächlich entwickelt. Das heißt, wenn ich eine große Softbox habe, egal ob jetzt die Octabox oder die große, kriege ich damit einfach eine bessere Ausleuchtung. Richtig, eine schöne, homogene Verteilung in den Reflektoren. Das ist genauso, wenn ich jetzt dieses Zubehör jetzt nehme, das war halt die Schwierigkeit auch bei dieser Konstruktion. Ich kann jetzt alle Adapter auch wieder davor setzen. Also das heißt, ich kann auch mal einen Klappenrahmen nehmen. Es ist ja ein weiches Licht. Es ist kontinuierlich mit allen Sachen kombinierbar. Genau. Und das war die Drucks an der Sache. Und das kommt jetzt Ende Juni, ist das erhältlich im Markt. Und ganz simpel davor zu setzen. Das finde ich richtig toll, weil ich kenne das von den großen Softboxen. Man sieht, ihr seht es jetzt nicht, aber hier vorne steht ja irgendeine große Okta und die wird zum Rand schon ein Stück dunkler. Minimal Hotspot hat sie. Genau, da hat in der Mitte... Genau, und das kriege ich damit weg. Super. Eine bessere Lichtverteilung. Aber wie gesagt, bei allen LEDs, auch bei der 650er mit Reflektor, geht alles davor. So. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Weil du hast ja nicht nur eine oder zwei Sachen mitgebracht, sondern gleich drei. Zeig mal. Komm, ich mache die Lampe wieder aus. Ja, es kommt oftmals die Frage, mobil fotografieren mit Akku. Also wir können den Akku nicht selber erfinden. Wir stellen also die Leuchten schon selber in Deutschland her mit allen Komponenten, fertigen alles in Deutschland.
machen den ganzen Service, aber Akkusysteme ist nicht unser Metier. Deswegen haben wir gesagt, wo finden wir einen Akku, den man bedenkenlos empfehlen kann, der einen sauberen, guten Eindruck macht und Leistung hat. Und den haben wir gefunden. Da gibt es den Yeti 400, den kann man bei uns erwerben, jetzt in Kürze. Den kann man auch im Handel schon erwerben. Man muss nur aufpassen, sie heißen Yeti 400 und da gibt es zwei Varianten. Einer ist Blei, der wiegt dann 12 Kilo. Okay, und das sind hier 6,3 Kilo und es ist ein Lithium-Ionen. Und das ist eine gute Sache. Man hat also einen Universalanschluss. Ich habe 12 Volt Ausgang, ich habe die USB, also das heißt den normalen Laptop-Anschluss. Aha. Ich habe eine komplette Anzeige. Ich kann sehen, wie viel verbrauche ich aktuell, wie viel verbleibende Zeit habe ich noch. Das errechnet er, das ist kein Thema. Und ich habe, nur als Größenordnung, 2000er in Vollleistung, 90 Minuten volle Leistung. Das ist schon richtig lange, ne? Das ist schon lange. Kann man also, schon viele Sachen machen. Ja, wenn du da ruhig sitzen musst, ist das sehr lange. Ja, und ich stelle mir jetzt vor, du bist auf einer Veranstaltung, du musst Leute fotografieren auf einem Abiball oder was weiß ich. Unterschiedliche Anwendungsbereiche. Wir haben Archäologen, die nehmen das mit, Restauratoren in Kirchen, wo kein Strom ist, in Pyramiden, in Höhlen. Unterschiedlichste Art. Und wir wollen Licht haben. Ja, früher war es so, wir hatten mal einen Kunden, der hat dann Aufnahmen gemacht in einer Pyramide. Aha. Und der hatte draußen einen Generator laufen. Wunderbar. Und auf einmal war dann drin dunkel. Dann haben sie ihm den Generator weggenommen. Das ist schlecht. Ja. Das hast du hiermit gespart. Den kannst du mitnehmen. Pyramide nicht wieder raus. Ja, finden die schon. Aber ja, klar. Okay, und das Ding hat richtig Power und ich kann... Ja, da kann man also bedenkenlos gut arbeiten. Den können wir empfehlen. Ich sehe schon. Du hast wirklich für alles eine Lösung. Ja, für alles nicht. Aber was Licht betrifft, da geben wir uns schon Mühe. Ich fotografiere ja schon länger mit dem Hedler-Licht, aber ich habe heute eine ganze Menge gelernt, so Thema Teflon und so. Ne? Also, fand ich sehr, sehr spannend und von den Pyrox-Glocken brauche ich auf jeden Fall welche. Wenn es die dann gibt, sprechen wir nochmal. Nein, ich möchte noch was ankündigen heute. Wir haben nämlich nicht nur dieses Video gedreht, sondern natürlich noch ein zweites. Und da wird es um die Lichtformer und vor allem den Einsatzzweck gehen. Das heißt, es wird ein ganzes ein bisschen praxislastiger sein, damit ihr wisst, was könnt ihr denn mit dem System eigentlich anstellen, was für Möglichkeiten gibt es denn. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die zum einen natürlich in die Kommentare schreiben, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, direkt bei Hedler anzurufen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Das ist kein Problem. Wir sind das gerne hilfsbereit. Also man kann uns per E-Mail erreichen oder über die Internetseite. Telefonisch ist es gar kein Thema. Oder aber Kontakt aufnehmen mit dem Fachhandel. Also da gibt es sehr kompetente Fachhändler, die haben unsere Produkte, zum Teil auch im Rent. Also die Möglichkeiten, aber selbstverständlich auch mit mir Kontakt aufnehmen. Ist kein Problem. Das ist natürlich ein super Tipp. Ihr habt einen direkten Ansprechpartner und ihr habt den Händler vor Ort, wo ihr alles ausprobieren könnt. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Und euch viel Spaß beim Fotografieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.